So sehen sie aus, die furchterregendsten Gestalten der Winterzeit, wenn sie nicht im Dienst sind. Und so in ihrer Berufskleidung. 18 Läufer des Kremstaler Perchtenvereins lernten den Besuchern beim Kleinmünchner Perchtenlauf vor dem Einkaufszentrum Eurospar das Fürchten. Dabei gehören die rauen Gesellen doch eigentlich zu den Guten. Vertreiben sie doch mit ihren Glockengeläute den Winter aus dem Land. Die vier Rauhnächte ist der 21. Dezember, das ist die Thomasnacht. Da geht der Berg das erste Mal. Dann ist die Nacht von Heiligabend, der 24. Dann ist die Silvesternacht und die letzte ist die 5. Jänner, die letzte Rauhnacht, wo der Berg unterwegs ist. Wir sind ungefähr zwischen 18 und 22 Mal unterwegs in der Saison. Wir waren in Deutschland, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich, sind wir unterwegs. Bis zu 35 Jahre sind die handgeschnitzten Masken alt. 3.500 Euro und mehr ist so eine Fratze wert. Pro Kostüm werden etwa 14 echte Schaffelle verarbeitet. Und insgesamt schleppen die Läufer dann um die 45 Kilogramm mit sich herum. Tradition ist den Kremstaler Perchten wichtig, auch bei den Figuren. Ich bin das Waldmandl und die Figur steht bei uns für das, dass es ist quasi das hat den Sinn, dass man zeigt, dass sogar die Natur erwacht, um eben vor die Dämonen und Teufeln zu fliehen. Und es ist auch ein Symbol dafür, dass für die schlafende Natur im Winter. Also ich bin die Habergas, ist früher auftreten mit der Frau Berchter, ist von Hof und Gehöfte umeinanderzogen und ist von den heiratsfähigen Frauen sehr gefürchtet worden. Sie hat auf den tadellosen Zustand der Frau geachtet. War dadurch sehr gefürchtet für die Frauen. Wie sie auch heißen, die Schirchperchten, gruseln tut die Kleinen und die Großen allemal. Sie schauen viel gruselig aus und jeder rennt von denen weg. Gruselige Augen, gruseliger Mund, gruselige Nasen, alles gruselig. Groß, schwarz, weiß und mit Glocken. Großer Licht? Ja, das ist einfach eben, das sind einfach die Gesichter, die einen Angst machen, da mit den, ja, mit den Hörnern und wie sie halt reinschauen und das braucht dann halt ein Unbehagen, ja. Dort, wo ich gewohnt habe, das war ein Lager, da waren 20 bis 30 Nickelhäuser, ein Campusse und die sind rund um gerannt und wir sind davon gerannt. Wir haben ziemlich viel Angst gehabt, aber wir waren immer live dabei, weil wir Buben wurden. Angst, furchtbare Angst, aber trotzdem immer dabei und frech eigentlich. Dann haben wir halt wieder einen mit der Ruhe aufgekriegt, aber es hat Spaß gemacht. Und manch einer bekommt sogar Lust, selbst in die Verkleidung zu schlüpfen und jemand anderem das Fürchten zu lernen. Mein Mann natürlich, wie es sich halt gehört. Manche brauchen es das einfach. Politiker, da hat immer gescheit. Ja, was denn? Mein Mann! Ja, mein Mann, ne? Das ist einmal richtig pariert. Ne? Bei den Kremstaler Perchten wird übrigens Nachwuchs gesucht, damit auch in Zukunft die Tradition weiterleben kann. Ursprüngliches Brauchtum, urige Masken, urgruselig, der Kleinmünchner Perchtenlauf.